Hi, heute habe ich euch das Lego Ninjago Cole Strangfurser mitgebracht. Das ist aus der neuen Serie Crystalite. Da werdet ihr als erstes mit euch den Karton angucken, dann den Cursor selber, dann die vier schicken Minifigürchen und dann die Bauanleitung. Und am Ende werde ich meine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Ob die nur einen Stern kriegen oder 5 oder dazwischen, das werdet ihr am Ende des Videos sehen. So, ich bin das Klemmsteinchen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, als erstes gucken wir uns den Karton an. Dann haben wir die 4 Minifiguren. Die gleiche Box wie auf den anderen Kartons. Das ist die Nummer 71769. 4 coole Figuren dabei. Bike. So, dann drehen wir das einmal um. Kommt hinten auch so Flammen raus auf dem Bild, aber das ist in dem Cursor selber nicht. Was cool ist an dem Cursor, da können 2 Personen nebeneinander sitzen. Hier sitzt nur eine drin. Aber ich zeige euch das nachher, wie das aussieht mit 2. Da fliegt Kai rum, Bösewicht. Hier kann man auch sehen, da kann man nach vorne und nach hinten klappen, diese langen Stäbe hier oder Schwerter, was das sind. Und jetzt wollen wir uns den Cursor mal angucken. So, dann kommen wir die Figürchen erstmal weg. Den finde ich ganz cool. Hat 4 schöne dicke Räder. Hier sogar eine Teile davor geklipst. Das ist ganz cool gemacht. Hier diese riesen Teile. Man hat auch viele Schwerter. So diese beiden Teile. Dann dieses Schwert hier vorne. Dann hier 2 Pika. Also viele tolle Teile auch mit bei. Großes Cockpit. Das macht man leider nur so. Klippt man nur so dran. Aber hier können die beiden nebeneinander sitzen. Das finde ich ganz cool. Solche Fahrzeuge liebe ich ja. Ich finde das immer doof. Oh, 1000 Figuren bei. Hast nur einen Sitz, kriegst nur einen mit und die anderen müssen laufen. Oder was die machen. Immer auch 2 Schießdinger dabei. Und hier vorne aus, hier sind so Malerdinger. Die Stäbe, das macht. Das hat Leo zum Malen auch mit benutzt. Aufkleber sind hier ein paar kleine bei, aber das hält sie in Grenzen. Also gab schon mal schlimmer. Und das Schöne ist, die Farbe passt hier auch ziemlich. Sonst sind es immer tierische Farbunterschiede, aber hier sieht das richtig gut aus. So, hinten hat er so Auspuffe. Da mache ich irgendwann auch so Flammen nochmal rein. Weil da ist ja auf dem Bild abgebildet. Und ich finde, so sieht das ein bisschen langweilig aus. Da kann man ein bisschen was hermachen. So, dann einmal von unten noch. Ja, Teile. Hier sind noch 2 goldene Stäbchen dran. Ist cool. Und jetzt kann ich euch einmal die Funktion zeigen. Da dreht man hier und dann klappt das nach vorne. Die beiden klappen hoch und die Schießdinger klappen auch hoch, dass man dann schießen kann. Und so fährt er und so schießt er. Das finde ich ganz cool. Das ist richtig eine coole Spielfunktion. Da können Kinder gut was mit anfangen. Also das finde ich echt gut, das Teil. Bei Lego kostet das 44,99 €, hat 384 Teile. Ich habe das für 30 Euro bekommen, also 30 Euro, das ist so ein super Fahrzeug. Ich finde nur leider, leider ist hier keine Federung bei. Bei den anderen Kohlfahrzeugen war immer so eine Federung. Das ist ein bisschen schade, aber sieht auch gut aus. So, dann haben wir noch die Bauanleitung hier. Wieder in Weiß. Da hat man immer eine Figur mit bei, 3 Bauabschnitte, also einmal hast du ja 2 Figuren am Anfang. Ja, hier unten läuft das Steinchen lang, also keine Figur. Da ist aufgebaut. So, waren hier auch noch irgendwas andere Bildchen drin. Ja, hier das haben auch mal noch nicht Funktion, einmal draufklipsen. Ich weiß gar nicht, wo war die andere Funktion denn nochmal angezeigt? Die jetzt nicht. Nee, und hier haben wir die anderen Sets. Aber mehr Sets werde ich da auch nicht kaufen. Da habe ich schon ein paar Reviews gemacht. Einmal von dem Jet da und von dem Drachen und das Motorrad, das hatte ich auch. Aber die anderen, weiß ich, die interessieren mich nicht so. Das habe ich ja jetzt. Und alle Fliegen-Ninjas habe ich ja jetzt. Da gab es ja 2 Euro in den Heften. Das war ganz gut in dem Magazin. Kann man da günstig ran. So, jetzt wollen wir mal die Figuren angucken. Da fangen wir erstmal mit den Bösewichten an. Wangerstone Brute oder Brute. Ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird. Die Figuren hatten wir auch in den anderen
Sets mit bei. Finde ich auch cool, durchsichtige Beine, durchsichtige Arme. Und das ist so durchsichtig, das Schwert auch. Das finde ich ganz cool. Also die Beine sind auch gedruckt hier unten, so Krallen dran hier. Finde ich ganz cool gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Ist eine schöne Figur. Das ist auch ein Kopf, ein Teil hier. Na, so, hier zeigt es. Das wird dann hier so drauf gesteckt und dann hat er sein Köpfchen. So, dann haben wir eine Schlange bei. Das ist General Aspera. Ich liebe Schlangen. Dieser Mold ist echt cool, dass sie den eingeführt haben. Da habe ich auch die anderen Orange und was gab es? Blau gab es auch. Also, nee, ja, Orange, Grau, Blau. Und das hier mit ein bisschen durchsichtig, rosa. Die Augen so ein bisschen auch. Das sieht man jetzt hier in der Kamera nicht, dass er so ein bisschen durchsichtig ist. Cooles Schwert. Das sind zwei Teile. Torso, die Schulterpolster finde ich ganz cool, auch durchsichtig. Oder so ein Kragen, hinten kann man auch was draufstecken. Und dann hat er Fuddelbeine gekriegt, so Geisterfuddel. In lila. Dunkellila, das finde ich ganz gut. Die Figur ist echt cool. Da kann man nicht meckern. So, dann haben wir noch Cole. Ist ja sein Fahrzeug. Muss ja auch dabei sein. Ist auch schön bedruckt. Ist mal ein bisschen anders bedruckt. Also ich finde ihn echt cool. Hat goldene Arme. Hat auch ein Schulterpolster dabei, was ja nicht bei jeder Figur so ist. Da kann er auch sein Katana reinpacken, was er hier vorne drauf hat. Dann hat er seine Mütze hier auch. Oder ja. Da guckt er ein bisschen grimmig, hat auch zwei Gesichter und hier ein bisschen freundlicher, mit Augenbrauen hoch. So, kriegt er seine Kappe wieder auf. Finde ich auch cool, ist zweifarbig. Hinten geht das so runter. Ne, echt schön, die Figuren. Und im Angebot 30 Euro für die Sachen. Also, Spielspaß ist da super mit bei. So, da haben wir Kai. Den kennen wir ja auch schon. Den hatte ich auch schon im Heft reviewed. Da habe ich auch gesagt, das finde ich so super toll mit diesen durchsichtig und dann bedruckt und die Flügel hier so ein bisschen durchsichtig, dass das so ineinander zerfließt mit Gold, also echt schick. Also bei Pika, hier ist dann natürlich alles draufgeklipst, damit das auch schön hält. Hier hat er auch ein bisschen Schulterpolster, so. Der hat auch so eine coole Maske hier auf. Eine Drachenform ein bisschen. Kopf ist auch durchsichtig, guckt er so grimmig, das finde ich ja ganz cool. Aber leider nur ein Gesicht, aber das finde ich schon echt, echt schick. Super Figuren. Super Figuren, super Set. Ist leider bei Lego ein bisschen teuer, weil sie 45 Euro würde ich nicht ausgeben. 30, okay, ist ein Spitzenpreis. Für 30 sofort mitnehmen für die Kinder zum Spielen, ist auch ein gutes Spielset. Hast zwei böse bei, zwei gute. Ach, das Schöne kann ich ja auch nochmal zeigen hier, wie die nebeneinander sitzen. So, setzen wir Kohl rein. Dann haben wir hier noch, ich nehme auch Zane, habe ich hier auch noch vorbereitet. Dann brauche ich den Kai nicht auseinandernehmen, setzt der sich rein. Ist das nicht cool? Die sitzen richtig nebeneinander. Ist zwar ein bisschen kuschelig da, aber ist doch cool. Das ist doch wirklich cool, man kann super spielen. Achso, die muss er ein bisschen reinmatschen. Ist auch richtig drin sitzen, damit man das auch zukriegt. So, das ist eng bemessen da. Also groß dürfen die nicht sein. So, ja, jetzt will ich das Set noch bewerten. Muss ich mal überlegen. Ich finde das ganz cool. Ich muss nur jetzt zu dem Lego-Preis ja rechnen. 45 Euro. Ist ein cooles Set. Eigentlich, was negativ ist, ist der Preis. Sonst, ich kann da nicht Negatives sagen. Ist alles cool. Ja, das vielleicht, dass das nur draufgeklipst ist, dass das nicht mit so einem Hebel ist und dass die Federung fehlt. Aber da würde ich nicht so viele Punkte abgeben. Ich würde schon 4 von 5 Sternen sagen. Nur wegen dem Preis und so Mini-Kleinigkeiten. Aber das kann man guten Gewissen kaufen für die Kinder. Da haben die ihren Spaß mit. Ich habe auch ganz viele andere Reviews, die könnt ihr euch gerne angucken. Und ich bin das Klemmstein hier und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Tschüss!